Hallo zusammen, Silver hier. Das BlizzCon-Wochenende liegt hinter uns und leider hatte ich so viel mit anderen Sachen zu tun, dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, die verschiedenen Streams zu gucken. Insofern habe ich es bisher nur geschafft, mich so mit den wichtigsten Ankündigungen vertraut zu machen und muss allerdings auch gestehen, dass mich die jetzt nicht allzu sehr vom Hocker gerissen haben. Mag damit zusammenhängen, dass es dieses Jahr keine großen Überraschungen und keine großen Neuankündigungen gab. Alles, was angekündigt wurde, war entweder, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ zu sehen, schon im Vorfeld bekannt, sei es durch Leaks, sei es durch allzu viele Andeutungen seitens Blizzard. Und auch die Sachen, die jetzt nicht vorher bekannt waren, waren jetzt keine gigantisch großen Ankündigungen, die einen jetzt vom Hocker gerissen hätten. Schauen wir also einmal kurz drüber über das, was so bei dieser BlizzCon tatsächlich angekündigt wurde. Da hätten wir für StarCraft 2 einen neuen Helden für den Koop-Modus, einen letzten Teil von den Nova-Missionen. Alles jetzt keine gigantischen Neuerungen, alles relativ naheliegend, schon bekannt. StarCraft, muss ich dazu sagen, ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was mich allzu sehr vom Hocker haut. Die Ankündigung, dass StarCraft für die KI-Forschung jetzt genutzt werden soll, ist sicherlich vom akademischen Standpunkt aus sehr interessant. Für die Spieler jetzt auf kurzfristige Sicht eher nicht. Langfristig könnten da vielleicht bessere Spiele-KIs bei rumkommen, aber ob das klappt, das steht in den Sternen, das weiß im Moment noch keiner. Von daher für die Spieler jetzt nicht so die große, richtig tolle Ankündigung. Bei Heroes of the Storm wurden neue Helden, neue Spielmodi angekündigt. Jetzt auch da keine großen Überraschungen, zum Teil sogar schon im Vorfeld der BlizzCon bekannt gewesen. Heroes habe ich zwar zwischendurch immer mal wieder ganz gerne gespielt, komme im Moment aber nicht dazu, von daher ist das jetzt für mich persönlich nichts, was mich allzu sehr vom Hocker haut. Helden an sich, Ragnaros ist von der Idee her interessant, ein Helden, der eigentlich ja jetzt nicht unbedingt für seine Mobilität bekannt ist, in einem MOBA-Spiel, wie das klappt, wird sich zeigen. Das ist aber auch, glaube ich, das Interessanteste, was für Heroes angekündigt wurde. Der Rest, wie gesagt, nichts Überraschendes. Dann hätten wir Diablo 3, wo sicherlich eine ganze Menge Diablo-Fans enttäuscht sein werden von der Ankündigung. Zum Jubiläum dieses Spiels haben wir in Anführungszeichen nur eine neue Charakterklasse in Form eines DLCs und die Diablo 1 Jubiläums-Revival, wie auch immer man es nennen will, Edition in Diablo 3. Und da sind sicherlich einige enttäuscht, da hätten sie sich zum Jubiläum mehr erwartet. Gerade da Blizzard ja auch einige Andeutungen gemacht hat, die auf mehr hingedeutet haben, als dann tatsächlich bekannt gegeben wurde. Auch hier, mich persönlich trifft es jetzt nicht so sehr. Auch Diablo ist jetzt nicht das Spiel, was mich persönlich am stärksten gefesselt hat für den Blizzard, von den Blizzard-Spielen. Dann haben wir für World of Warcraft die Ankündigung für mehr Inhaltspatches. Kommt auch nicht überraschend. Wir wissen seit Legion, dass sie sich endgültig von dem Gedanken verabschiedet haben, jedes Jahr eine Erweiterung herausbringen zu wollen. Das hat sowieso nicht geklappt. Und auch die Idee, die inhaltlichen Updates in mehreren, und zwar wenigen großen Patches zu bündeln, wollen sie jetzt nicht fortsetzen, sondern stattdessen immer wieder kleinere Häppchen mit Inhalt rausbringen. Die Idee dahinter finde ich persönlich gut. Aber es war jetzt wieder nichts Überraschendes, weil dass sie das machen wollten, hatten sie im Vorfeld schon oft genug erklärt. Und insofern war da jetzt keine große Neuankündigung dabei. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, Legion ist jetzt gerade mal ein paar Monate raus. Da wäre jetzt irgendeine große Neuankündigung auch eher unwahrscheinlich gewesen. Von daher auch bei World of Warcraft keine Überraschung. Das, was man schon wusste, jetzt nichts Spektakuläres. Kommen wir also zu den Spielen, die mich momentan am meisten interessieren. Wir fangen mit Overwatch an, für das ich leider, obwohl ich es verfolge, im Moment einfach viel zu wenig Zeit habe, um es groß zu spielen. Da wurde Sombra als neue Heldin angekündigt. Auch das leider keine große Überraschung. Es gab im Vorfeld schon so viele Andeutungen, versteckte Hinweise. Das ganze Versteckspiel mit den versteckten Hinweisen in vorangegangenen Veröffentlichungen, das zum Teil ja schon fast ins Lächerliche abgedriftet ist. Die Art und Weise, wie sie Sombra bekannt gegeben haben mit dem neuen Animated Short, war ganz nett, insbesondere die Art und Weise, wie es im Stream untergebracht wurde, dass man da halt quasi in eine Dokumentation über den Start von Overwatch diesen Film eingeblendet hat. Das war von der Idee her ganz nett, aber jetzt keine große Neuankündigung in dem Sinne.
auch die neuen Karten, die jetzt kommen, sind nichts, was jetzt jemanden total vom Hocker reißt. Es sind halt Karten. Sombra ist inzwischen auf dem PTR angekommen, wenn ich recht informiert bin. Aber ich werde sie wahrscheinlich dort nicht spielen können. Ich hoffe, dass ich wieder mehr Zeit für Overwatch habe, wenn sie dann live geht. Denn die Fähigkeiten, die bisher so gezeigt wurden in den Gameplay-Szenen, sehen ganz interessant aus mit ihren Stealth-Fähigkeiten, dem Hacking. Das finde ich schon ganz nett. Und ich hoffe, dass ich dann auch die Gelegenheit haben werde, es auszuprobieren, sobald es dann live geht. Für Hearthstone haben wir die neue Erweiterung Die Straßen von Gadgetzahn in der Ankündigung gehabt. Auch das keine gigantische Überraschung, dass eine neue Erweiterung kommt, das war klar. Auch das Thema mit Gadgetzahn ist ja durch diverse Teaser schon ein bisschen vorweggenommen worden, was so ein bisschen die Überraschung wahrscheinlich ein bisschen reduziert hat. Dass jetzt wieder so ein eher Goblin-lastiges Thema kommt, ist für den einen oder anderen vielleicht eine kleine Enttäuschung. Ich muss dazu sagen, da kann ich Creparian zustimmen, es gibt so viele interessante Orte in der Welt von Warcraft, da hätte man sich sicherlich noch schönere und spannendere Settings aussuchen können, als jetzt unbedingt Gadgetzahn. Nichtsdestotrotz denke ich, dass aus diesem Setting, mit diesem Gangster-Flair oder wie auch immer man es nennen will, die Entwickler sicherlich einiges rausgeholt haben. Die neuen Tri-Class-Karten, die angekündigt wurden, klingen interessant. Auch die übrigen Karten deuten darauf hin, dass mit dem Erscheinen die Meta ganz ordentlich umgekrempelt wird. Zum Beispiel für den Priester, der sicherlich nach dem Erscheinen dieser Erweiterung an einem deutlich besseren Zustand sein wird, als er es jetzt ist. Ob die Meta jetzt Control-lastiger wird mit dieser Erweiterung, möchte ich im Moment noch nicht zu sehr spekulieren. Wir haben in den letzten Erweiterungen immer wieder gehofft, dass Blizzard mit den Karten, die sie rausbringen, die Meta etwas verlangsamt, Control-lastige oder Combo-lastige Decks stärkt. Es hat nie geklappt bisher. Und insofern habe ich zwar immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht mit diesem Set klappt. Auf der anderen Seite sind da auch einige sehr aggressive Karten drin. Und damit sollte diese Hoffnung eher gedämpft werden. Bleibt abzuwarten, was da passiert. Insofern möchte ich mich jetzt auch zu den einzelnen Karten, die bisher bekannt gegeben wurden, nicht weiter äußern. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man die Karten noch nicht alle kennt, ist es immer sehr schwierig, da eine fundierte Meinung abzugeben, wie gut die sind. Und da sind schon deutlich erfahrenere Spieler auf die Nase mitgefallen mit ihren Vorab-Einschätzungen. Von daher halte ich mich an dieser Stelle deutlich zurück und lasse die Sache auf mich wirken, wenn denn mal alle oder zumindest fast alle Karten tatsächlich auch veröffentlicht wurden. Ja, und das war es im Wesentlichen auch schon mit den Ankündigungen der BlizzCon. Wie gesagt, keine großen Neuankündigungen, keine großen Blockbuster, keine großen Überraschungen, was für die Jubiläums-BlizzCon jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend war. Auf der anderen Seite kann man es ja auch nicht ändern, wenn gerade auch so viele Neuigkeiten schon vorher, so viele Neuveröffentlichungen vorher waren. Da kann man natürlich auch nicht unbedingt immer viel Bombastisches aus dem Ärmel zaubern. Das war es dann auch schon mit meiner kleinen BlizzCon-Review. Zum Schluss dieses Videos noch ein Kommentar dazu, dass ich ja immer wieder erwähnt habe, dass ich aktuell nicht so viel Zeit zum Spielen habe. Das liegt daran, dass ich aktuell in den Vorbereitungen für eine neue Videoreihe bin, die hoffentlich sehr interessant für viele Leute sein wird. Ich möchte jetzt noch nicht verraten, um was es geht. Da wird es dann in näherer Zukunft auf meinem Kanal entsprechende Videos zu geben. Von daher kann ich nur noch sagen, lasst euch überraschen. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut.